Hallo Internet, ich bin hier auf der Hannover Messe 2017 und hinter mir ist der Stand von Protolabs, einem Spezialisten für Kleinserien und Prototyping. Ich will mal schauen, was die für spannende Neuheiten haben. Auf geht's! Bei mir ist jetzt der Herr Langensieben. Herr Langensieben, 3D-Druck ist derzeit in aller Munde. Das bietet Protolabs doch bestimmt auch. Was für Verfahren haben Sie da? Also im 3D-Druck bieten wir Verfahren unterschiedlichster Art an. Wir haben zwei verschiedene 3D-Druckmethodiken im Bereich des Kunststoffs. Wir reden hier von der Stereolithografie und von dem Lasersintern. Und im Metallbereich spricht man von Direct Laser Sintering. Und da haben wir die Bandbreite der Materialien von Aluminium über Stahl bis zum Titanbereich. Wir haben hier schöne Teile, auch die Verbindung von 3D-Druck mit den klassischen Verfahren wie CNC-Bearbeitung. 3D-Druck, wie Sie sagen, ist ja in aller Munde, aber ist nicht das allein Seligmachende. Und hier haben wir ein schönes Beispiel. Das ist ein Turboladerteil, das zunächst gedruckt wurde, aber dann CNC hochgenau nachbearbeitet wurde, um eben auch die Anforderungen des Kunden zu erfüllen. Sie sehen hier wunderbare gerade Flächen, die bei so einem Turbolader sicherlich auch gewünscht sind. Und das ist ein wunderbares Beispiel für die Verbindung von 3D-Druckteilen mit klassischer CNC-Bearbeitung. Wenn ich es richtig verstehe, wenn Sie da eine CNC-Bearbeitung drauf machen, ist das ja fast schon über das Prototypenstadium hinaus und geht auch in die echte Kleinserie rein, ist das richtig? Es gibt heute schon Anwendungen im Kleinserienbereich für 3D-Druck, aber wir bieten da natürlich auch noch andere Möglichkeiten an, wie die CNC-Bearbeitung oder aber auch Spritzguss, wo man durchaus bis zu 20.000 Teile im Jahr machen kann, und wir sind ein Schnelllieferant und bieten Spritzgussteile in 1 bis 15 Tagen an. Also nochmal, 3D-Druck ist eine wunderbare Technologie, aber nicht das allein Seligmachende. Was gibt es außer hier im Maschinen- oder Fahrzeugbau noch für weitere Einsatzbereiche für den 3D-Druck? Ein wunderbares Beispiel ist der Bereich Medizintechnik, und wenn Sie ein bisschen Zeit haben, würde ich Ihnen gerne dazu was zeigen. Dann schauen wir uns das doch genauer an. Dann gehen wir da mal hin. Okay, das schaut tatsächlich nach Medizin aus. Was haben wir hier? Also wir haben ja im Körper keine Regelgeometrien. Und wir haben hier zwei wunderbare Beispiele, wo wir helfen können, Menschenimplantate zu produzieren. Wir erhalten hier Daten, wo die Klinik von den Patienten abscannt, Flächendaten. Wir übernehmen die Daten und können dann sehr, sehr schnell aus Titan ein körpergerechtes Teil fertigen. Das geht auch hin bis zu Knochenteilen einer Schädeldecke zum Beispiel. Hier sehen Sie eine Struktur. Wir bekommen die Flächendaten von dem Kunden und machen dann eine knochenartige Struktur darauf. Diese kleinen Gitter, die Sie da sehen, entspricht zum Beispiel der Knochenstruktur, wenn Sie einen Knochen durchschneiden würden. Und wir liefern dann diese Teile direkt in die Klinik, sodass dem Patienten sehr, sehr schnell ein Implantat eingesetzt werden kann. Also eine Losgröße 1-Lösung für einen Patienten, der Schnellteile braucht. Eine faszinierende Anwendung tatsächlich aus dem Bereich der Ideedruck. Ja. Und man sieht es hier bei Protolabs, alles Mögliche machbar ist im Bereich 3D-Druck, aber auch im Bereich Spritzguss und spannende Fertigung. So ist es. Wunderbar. So ist es. Wunderbar. Dann danke Ihnen. Schaue ich demnächst mal wieder vorbei, was es bei Ihnen Neues gibt. Danke. Tschüss. Und Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön. Wiederschauen.